Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ja, ich habe mich jetzt offscreen mal ein bisschen schlau gemacht, habe jetzt die Gegend erkundet und ein paar Wachen befragt. Und ich habe jetzt die Information bekommen, dass dieser Pets, wo wir ja suchen müssen und immer noch befreien müssen, sich irgendwo hier in dieser Anlage befindet. Also irgendwo hier müsste er sich befinden. Jetzt schauen wir einfach mal, ob wir ihn befreien können, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen. Das können wir ja schon mal machen. Können wir mal den Strom ausschalten. Wunderbar. Genau, da hinten war wieder ein Ausgang. Gehen wir doch gleich mal raus. Genau. Jetzt sind, glaube ich, auch die Kameras ausgeschaltet, so wie ich meine. Genau, wunderbar. Er muss irgendwo hier in diesem Gebäude sein, in diesem großen Komplex. Müsste sich unser Pets befinden. Theoretisch. Ja, das war wieder knapp. Ich vermute einfach mal, die Wachen, wo hier rumlaufen, die werden ja sich mit Sicherheit ein bisschen besser auskennen, wo unser lieber Pets versteckt ist. Hier kann man, glaube ich, noch das Ding zumachen. Das können wir eigentlich auch gleich mal machen. Ich weiß es jetzt nicht genau, was es jetzt bewirkt hat, den Knopf da zu drücken. Hier geht es nicht weiter. Okay. Ja, das bringt nichts, hier lang zu gehen, weil der Typ uns dann trotzdem sieht. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal zurück. Gehen wir da nicht mehr hoch? Ja, na, ist super. Das hat es ja jetzt richtig gebracht. Und hier kann man doch hoch. Oder? Ja, auch nicht. Schade, schade. Wenn man die irgendwie anlocken könnte, das wäre cool. Ja. Find Paz and bring her back here. Das ist mir schon klar. Frag mal den Typ einfach mal, der weiß ja mit Sicherheit ein bisschen was, wo unser lieber Pets sich versteckt hält. Spit it out.
sogar. The map has been updated. Da weiß echt viel, aber das hier ist das Sackgesicht. Mann, verdammt. Auch keine Munition, du Sack. Mann, können die mir nicht sagen, wo der Petz ist? Das gibt's doch gar nicht. Ich geh jetzt einfach mal runter. Wenn wir Glück haben, liegt er da unten irgendwo. Na, er muss hier sein. Laut Informationen von diesem einen Soldaten müsste er hier unten sein. In diesem Heizungsraum oder was das sein soll. Heizungskessel. Oder wie auch immer. Hier geht es wieder hoch. Also er muss unten sein. Wenn man jetzt weiter runter geht, es müsste irgendwo hier sein. Irgendwo bei den Heizungskessel müsste er sein. Laut dieser Aussage. Da ist er doch. Wunderbar. Gehen wir doch gleich mal da rein. Müsste sein. Pass. Pass heißt er. Überhaupt noch. Doch, der lebt noch. Get Haas onto the helicopter. You. Put the target on the chopper. Was für Marker placed. Entschuldigung. Ich bin leider noch ein bisschen erkältet. Hier irgendwie rauskommen. Oh, schrei nicht so rum, bitte. Thank you.
push yourself. Fall back to a safe position. Jetzt kriegt mich nicht klein, ich töte euch alle, wenn es sein muss. Verdammt! Snake! Naja. Versuch Nummer 2. Marker placed. Hit me all you want. Get out of there! It's me. It's me all you want.
Wie willst du denn das schaffen, ohne dass du verreckst? Hey, wie soll das funktionieren? Sag's mir. Sag es mir, wie das gehen soll. Ja, liebe Leute, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Und wenn ihr sehen wollt, ob wir unseren Pets sicher zum Helikopter kommen, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Es würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt, mich gegebenenfalls abonniert. Und dann sage ich mal, bis die Tage. Ciao, ciao.